Weiche! Va'ia! Locken wir erstmal die beiden Skorpione aus dem Raum raus. Genau. Na? Quano, einmal Sternwurf. Vorgrim, nimm dir bitte den gesunden Skorpion vor. Ja. Du Clarum Purum auf Quano, damit er nicht am Gift kapiert. Du machst mal einen gezielten Stich. Du das. Was? Du heilst. Nein, du machst lieber Clarum Purum auf mich. Und da ist Quano wieder gefallen. Balsam auf mich. Du wieder ein Fulminictus. Okay, die Schläge, die hauen nicht so rein. Angriff! So. Gerade so geschafft, hä? Ja? Okay, entschärft die Falle, während ich Quano mal wieder verarzte. Ei? Und dann guckst du mal, dass du die Skorpionstacheln hier rausholst. Gut. Währenddessen kann Quano ein bisschen hochheilen. Eola. Wird gemacht. Na, Quano ist manchmal wirklich nicht die beste Wahl als Gruppenmitglied. Ja. Könnte ich dir nicht irgendwie... Ja doch, ich könnte mal deine Gewandtheit etwas höher bringen. Das wäre eine gute Idee. Wenigstens einen Punkt höher. Lebenspunkte bist du schon auf Maximum. Ein Punkt Körper, Konstitution. Wie sieht es eigentlich bei den anderen aus? Ja. Vorgrim könnte noch Maximum an Lebenspunkten vertragen. Könnte er noch was vertragen? Noch einen Punkt Mut, einen Punkt Gewandtheit vielleicht so. Ich habe nämlich so das Gefühl, bis wir hier rauskommen. Fyris hat nicht ganz so viele Punkte und ihre Astralenergie ist eher auf Maximum. Aber einen Punkt Fingerfertigkeit für mehr Schaden mit dem Bogen können wir ihr geben. Ich muss, sobald wir hier raus sind, auch mal gucken, was ich den Leuten noch alles beibringen wollte, wofür wir Erfahrungspunkte brauchen. Eine Goldmünze, zerbrochene Pfeile. Nehmen wir auch mal mit, zerbrochene Pfeile. So, Quicksave. Im nächsten Raum dort ist einer der Kristalle. Doch, seid gewappnet. Die Schergen des Namenlosen werden versucht, euch aufzuhalten. Habt ihr dies geschafft? Sehen Sie weiter. Er sagt immer dasselbe. Achso, das ist hier lang wieder. Ein Skelettmagier, noch ein Skelettmagier. Wahrscheinlich wieder... Zwei Skelettkrieger und zwei normale Skelette. Ja, also dasselbe wie immer. So. Okay. Kugelblitz. Ja. Fyris auf den da. Scharfschuss. Du auf den Skelettkrieger. Wen habe ich jetzt ausgewählt? Mich. Ja, das war falsch. Fulminictus, du auf den Skelettkrieger. Wuchtschlag. Am besten gleich zwei. Quano Sternenstaub. Und dann einen Sternenwurf. Auf den da. So. Okay, erster Skelettmagier ist schon mal weg. Okay. Dann würde ich gerne den Skelettkrieger vor mir loswerden. Ja. Vorgrim kommt mit dem ja klar. Hoffe ich mal. Okay, der erste Skelettkrieger ist schon mal gefallen. Ich helfe mal bei dem Skelettmagier mit. Ja.
Feieres kann er dem nochmal einen Scharfschuss verpassen. So, zweiter Skelett Magier ist weg. Quano, du kannst ruhig mithelfen. Bewirf den da mal mit Sternstaub. Ja. Vorgrim, Wuchtschlag. Was? Feieres auf den da. So, die zwei Skelettkrieger sind schon mal weg. Es sind nur noch die einfachen Skelette übrig. Okay, ich habe nichts gesagt. Das eine Skelett ist weg. Das zweite Skelett ist weg. Ha, das war mal ein guter Kampf. Und ihr habt nur Knochen dabei. Das ist doof. Ich habe nichts gesagt. Du hast einen Zaubertrank dabei. Ich sollte die öfter mal untersuchen, ob die nicht nur was Nützliches dabei haben. Nein, eine alte Streitaxt ist nicht ganz so nützlich. Okay. Dann mal raus hier. Zum nächsten Punkt. Hm? Wer sagt's denn? Eine kurze Rauferei, da waren es nur noch zwei. Lasst uns also schnell zum nächsten Kristall eilen. Ja, wir haben drei. Wir haben vier Kristallsphären schon mal. Und einen Haufen Geld, merke ich gerade. So, er pustet schon wieder eine Tür an und sie geht auf. Aua, das war eine Falle. War das hier der Raum, in dem ich untergegangen bin das letzte Mal? Vorgrim, du kannst ruhig mithelfen. Und draufhauen. Du wirfst Sternenstaub und du Fulminictus, du Scharfschuss auf den hier. Okay, ein Skorpion ist schon mal weg, dafür bin ich ziemlich angeschlagen. Ich glaube, ich mache meine Gruppenheilung. Sicher ist sicher. Du auf den da. Sternstaub. Vorgrim Wuchtschlag. Und welchen hast du? Feiris im Auge? Den da. Okay. So, einmal volle Heilung. Einmal entgiften auf Vorgrim. Wuchtschlag. Du kannst mal einen gezielten Stich versuchen. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Da Larum Purum auf mich, weil ich jetzt vergiftet bin. So. Und auf Quano, weil jetzt der vergiftet ist. Und ich stehe blöd rum. Ich könnte ja nicht auf die Idee kommen, auf den da zu schießen. Nö, er ist tot. Auch gut. So, die Skorpionstacheln lassen wir einfach mal liegen. Ich merke gerade, wir haben nämlich sowieso schon genug Geld. Gucken wir lieber mal, was wir hier drin haben. Einfacher Verband, zwei Goldmünzen. Ist schon mal gut. Und eine Falle. Was für einen Bogen besitzt Feieres eigentlich? Besitzt sie schon den? Ja, den vollendeten Seelenbogen. Sehr schön. Wo lang nun? Ach, da würde ich mal tippen, hä? Da. Im nächsten Raum dort ist einer der Kristalle. Doch, seid gewappnet. Die Schergen des Namenlosen werden versucht, euch aufzuhalten. Habt ihr dies geschafft?
Ja, das kennen wir alles. Wieder, wie immer, zwei Skelette. Zwei Skelettmagier. Wo ist das letzte Skelettkrieger? Da. Okay. Okay, wie immer, du auf den einen Kugelblitz. Ja. Du auf den einen Doppelschuss. Ja. Vorgrim auf den Skelettkrieger hier. Einen Wuchtschlag. Ja. Guano, da drauf, Sternenwurf. So, beide Skelettkrieger sind schon mal ausgeschaltet. Feiris. Ja, schieß einfach auf den. Du. Auf den. Ja. Guano, du hilfst mir mal auch mit dem da. So, damit ist der auch schon mal ausgeschalten. Jetzt auf den, der Feiris bedrängt. Du einen Wuchtschlag auf den. So. Und da ist nur noch ein Skelett übrig. Habe ich keine Munition mehr. Jupp. Einmal Kriegsbolzen. Was? Und Feiris hat auch keine Munition mehr. Also Jagdpfeile. Gut. Die Skelettmagier untersuchen, ob sie wieder Zaubertränke dabei haben. Ja, Tatsache. Einer von denen scheint immer einen Zaubertrank dabei zu haben. Und mindestens zwei habe ich jetzt verpennt. Auch gut. Okay. Das läuft dieses Mal wirklich besser als das letzte Mal. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört hatte. Einen Moment lang habe ich mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, völlig grundlos. Komm, jetzt warte nur auf der sechste und letzte Kristall. Okay. Ah ja, er macht hier die Tür auf. Gut. Wieder ein Raum voller Skarabäen. Nein, ein Raum mit Fallen. Und mit Skarabäen. Rückzug, Rückzug. Und Angriff. Ja, folgt mir. Feiris zieht sich auch noch mal ein Stück zurück. Ha! Weiche! So, und dann auf den Skarabäus. Ja. Und das werden nicht die einzigen gewesen sein, wollte ich gerade sagen. Du Wuchtschlag, du Sternenstaub. Und dann ein Sternenwurf hinterher. So, du Fulminictus auf den, du zielst einen Schuss auf den. So, damit ist der zweite weg. Feiris, heil Guano. Guano zieht sich mal etwas zurück. Komm schon! Gezielter Stich. Okay, Guano ist geteilt. Und jetzt noch den letzten. Ja, kommt. Grummelt ihn nicht nur an, tötet ihn. So, Chitin einsammeln. Und die Fallen entschärfen. Oh, und die Truhe plündern. Wenn wir schon hier sind, dann können wir auch gleich eine Truhe plündern. Goldmünze, Silberkette und kaputte Sachen. So.
Und das letzte noch.